Ja, Mädel und ein herzliches Willkommen zurück bei dem Lindemann sein Rent. Denn der Dativ ist im Genitiv sein Tod. ja, da wir jetzt gerade so schön im Flow sind, habe ich auf Katalias Odyssey-Kanal eine Stream-Zusammenfassung gefunden vom 10.01. Und ja, da hat gerade wieder so ein bisschen. Ja, Spaß ist irgendwie das falsche Wort, aber ihr wisst schon, was ich meine. Macht. Na, Dolifon, es tut mir leid. Jedes Mal wirklich. Troll, du bist auch wirklich für alles zu blöd. Vorbereitung ist alles. So, Verzeihung. Ja, habe ich gedacht, wir machen doch einfach direkt mal weiter. Das Ding geht eine Stunde. Also wahrscheinlich gucken, was da für ein Senf erzählt. Wenn das so läuft wie beim letzten Mal, wird das hier auch wieder zwei Teile, aber ihr werdet es sehen. Ihr werdet es sehen. Vielleicht habe ich ja Bock. Mal gucken. Keine Ahnung. Ja, sonst gibt es, glaube ich, von meiner Seite aus nichts und wir legen gleich los, wa? So, damit ein So. herzliches Willkommen beim Drachen. Und nein, ihr habt meine Stimmung missverstanden. Aber ich habe euch schon mal gesagt, Musik hat einen sehr, sehr, sehr großen Einfluss auf das, wie wir die Welt wahrnehmen. Nee. Nee. Es geht schon wieder gut los. Eieieiei. Nein. Sie hat jetzt keinen Einfluss darauf, wie wir die Welt wahrnehmen. Das ist. Kommt schon jetzt darauf. Also, wenn man zum Beispiel eine Filmproduktion sieht, ja, und da man verschiedene Musikrichtungen wählt oder so, ne, das kann natürlich. Die Wahrnehmung einer Szene zum Beispiel kann das natürlich irgendwie in irgendeine gewisse Richtung drücken. Aber das ändert jetzt nicht, wie wir die Welt wahrnehmen. Das ist. Also, vielleicht deine komische. Dein Wolkenkuckucksland. Ja, möglich. Musik kann Stimmung beeinflussen. Auch das. Aber wie wir die Welt wahrnehmen, kann ich jetzt so nicht stehen lassen. Also. Das ist unfassbar. Je nachdem, was man für einen Song spielt. Denn ich habe den Song jetzt nicht. Achso, du wolltest damit sagen, dass das Stimmungen beeinflussen kann, oder? Ja, gut. Ja, das kann man im Wesentlichen so sagen. Bewusst ausgewählt. Das war einfach der letzte Song, den ich jetzt nicht gehört habe. Weil ich vorher Musik gehört habe. Und da hatte ich eine Playlist laufen. Und da war eben das und der andere der letzte Song. Und deswegen war jetzt das quasi der erste, der gespielt wurde. So. Beziehungsweise es wäre in der Playlist der nächste Song gewesen und das wurde jetzt abgespielt. Also. Eine Minute, ja gut, knapp eine Minute Erklärung für, ja, das war der letzte Song, der gerade ausgewählt war in der Playlist. Ein großer, großer Punkt, den ich hier zu setzen habe und über den wir hier reden müssen, ist die Aussage zum Thema der Kommune. Boah, setz doch mal einen Punkt, ja genau, setz da mal einen Punkt, setz mal einen Punkt hinter deine Internetpräsenz. Ich habe mich jetzt entschieden, die Kommune so einzurichten, dass es überhaupt keine Kinder in der Kommune geben wird. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Schön. Also abgesehen davon, dass du es ohnehin nicht umsetzen wirst, aber ich finde schon mal gut, dass du den Punkt Kinder jetzt komplett rausgestrichen hast. Es ist ein bisschen blöd, weil ich eigentlich vorhatte, eine freie Kommune für alle Menschen zu richten, egal wie alt, egal wie groß, egal wie klein. Es sollte eine Kommune der Freiheit sein, der Spiritualität und vor allem auch einfach des Wohlbefindens. Aber da es einfach so unfassbar viel negative Kritik gegeben hat und noch dazu in die falsche Richtung, habe ich mich dafür entschieden, letzten Endes die Kommune Letzten einfach so zu machen, dass es einfach Endes. eine ganz normale Kommune sein wird, ohne Kinder. Das ist einfach jetzt nicht anders machbar. Ich habe also im Zuge des Aber es hat schon sehr oft ziemlich heftige Kritik gehagelt. Da hörst du nicht drauf. Deswegen bin ich so spät online heute. Ich habe also im Zuge dessen den gesamten Blog geändert. Ich habe sämtliche Posts nochmal überprüft. Ich habe sämtliche Posts nochmal umgeschrieben. Habe alles zum Thema Kinder gelöscht oder eben entsprechend gekennzeichnet, dass Ich dachte, das hast du nie in deinem Blog thematisiert. Also ich kann mich noch sehr eindeutig erinnern, wie du sehr nachdrücklich immer wieder gesagt hast, dass das gar kein Thema ist.
Jetzt hast du da so viele bearbeiten müssen, das ist aber seltsam. Dass es eben letzten Endes nichts dazu. Letzten Endes. Dass es nichts zu dem Thema geben wird. Das heißt im Klartext, die neue Message ist, dass es in der Kommune keine Kinder geben wird. Sehr schön. Ich bin gespannt, was jetzt als nächstes passieren wird. Die Hater werden jetzt wahrscheinlich auf eine Sexkommune weiterhin beharren. Ist es nach wie vor auch? Wir beharren da nicht drauf. Es ist eine Knatterkommune. Nicht. Und sie werden wahrscheinlich jetzt sagen, wie kann es eine Kommune der Freiheit sein? Das Erste, was ich denken würde, ist, so, es sind keine Kinder erlaubt, aber es ist Freiheit erlaubt. Hä? Wie soll das funktionieren? Nein, das denkt sich da keiner. Es ist ja schon in den letzten Videos gesagt, es ist eher eine Kommune der Restriktionen, weil das da alles irgendwie. Naja, ich habe ja in den letzten Videos alles erwähnt, oder? Wir müssen den ganzen Bums hier ziehen und mich nochmal durchgehen. Mir geht diese Dauerschleife eh tierisch auf den Sack. Weil letzten Endes. Letzten Endes. Gehören Kinder nun mal zum Leben, aber es ist jetzt eben so, lässt sich jetzt nicht ändern. Ich habe nämlich absolut keinen Bock auf diesen illegalen Shitstorm von diesem ganzen Mist. Da haben sich die Hater auch darüber gefreut, übrigens, es gibt jetzt einen Post weniger. Und zwar habe ich den Post gelöscht zum Thema Überblick, weil es eigentlich Quatsch war. Der Überblick war eigentlich deswegen drin, weil es eigentlich der für mich wichtigste Post war. Das war der erste Post, den ich gemacht habe, der erste Post, den ich geschrieben habe. Den habe ich inzwischen gelöscht. Das habe aber ich gelöscht, nicht die Hater, auch wenn die Hater das gerne sich auf die Fahne schreiben. Natürlich hast du das gelöscht, wer denn sonst? Wer hätte noch Zugriff drauf? Also, ich schreibe mir da nichts auf die Fahne. Völliger Quatsch. Sie sind immer wieder ein bisschen paranoid. So wie sie es gerne immer machen mit ihren Lügen. Da ist nichts gelogen. Es ist auf jeden Fall so, dieser Post ist weg, den habe ich höchstpersönlich gelöscht. Das habe ich deswegen getan, weil es einen anderen Post gibt, und zwar der Anfang. Und dadurch, dass es den Post der Anfang gibt, ist das Thema auch durch. Ja, deswegen ist das Thema durch, ja. Hä? Und deswegen habe ich das jetzt geändert. Das heißt, es gibt jetzt nur noch den Post der Anfang. Ja, hast du erwähnt. Und dementsprechend ist das schon der Überblick über alles. Ja. Doch. Das heißt, wenn ihr jetzt auf den Blog gehen werdet, ich mache ihn hier mal parallel auf, dann fängt das Ganze quasi an mit Startseite, der Anfang, Grundstück, dann Freikörperkultur. Das muss ich nochmal ändern. Da ist nämlich ein Fehler drin. Also mit Grundstück und Ort. Und dann mit Freikörperkultur, Spiritualität und Selbstversorgung. Lumos. Da muss ich mal gleich noch eine Änderung machen, sonst vergesse ich das. Wartet mal. Aber dieses dauernde Geräusch. Genau. Reparo. Dann gibt es jetzt quasi diese fünf Posts oder diese fünf Seiten. Das war eigentlich von... Oder sind es Beiträge? Von Anfang an Quatsch, dass ich das anders gemacht habe. Und jetzt ist es eben so aufgeteilt. Das heißt, es sollte jetzt letztendlich wieder funktionieren. Es ist schade, dass man aufgrund dieser Kritiker und Hater eigentlich immer nicht durchziehen kann, was man eigentlich möchte. Nee, das ist ja Sinn und Zweck der ganzen Geschichte. Du sollst nämlich nicht durchziehen, was du eigentlich möchtest. Genau das ist ja das der Knackpunkt. Ja, der Fokuspunkt dieser Geschichte. Weil man kann nicht einfach immer nur alles das ziehen, was man möchte. Besonders, wenn es in diese Richtung geht. Aber das Projekt ist ja jetzt etwas, was auch gerade noch in den Startlöchern steht. Wir schauen mal. Jetzt im Moment ist es auf jeden Fall so, dass es eben der Fall ist. Aber dieses dauernde Geräusper, der stimmt doch irgendwas nicht, oder? Trink mal einen Schluck, ey. Und letztlich ist es ja auch nicht mehr meine Entscheidung, wenn die Kommune dann mal läuft, weil es ja alles gruppenentscheidungstechnisch gemacht wird. So, ich bin jetzt auf jeden Fall dagegen. Ich habe aber ehrlich gesagt auch, muss ich mittlerweile sagen, gar nicht mehr das Interesse daran, mich mit Kindern umzugeben, weil ich eben die ganze Zeit von Leuten... Es ist sehr gut, dass du kein Interesse daran hast, dich mit Kindern zu umgeben. Wirklich wieder herzlich willkommen bei Sätze, die sie so nie sagen würden. In irgendeiner Form dadurch irgendwie negativ hingestellt werde, was ich nicht bin. So, es wird ständig Lügen über mich erzählt und deshalb über... Wenn ein erwachsener Mann äußert, dass er sich sehr gerne mit Kindern umgibt, hat das einfach na, der Schwab würde sagen, a Geschmäckle. 12 Jahren.
Es kann nicht sein. Es kann einfach nicht sein, dass es nach 12 Jahren immer noch so ist. Es kann nicht sein, dass nach 12 Jahren immer noch solche Lügen verbreitet werden. Und dementsprechend ist es jetzt erstmal vorbei, das Thema. Es kann doch nicht sein, dass es nach 12 Jahren immer noch so ist, dass dieser Typ immer noch hagedumm und verblendet in seiner Wolkenkuckuckswelt stumpfsinnig und faul vorm Rechner sitzt und sich immer noch damit finanzieren kann. Das kann doch nicht sein. Sprich, die Kommune hat sich nach wie vor nicht verändert, bis auf das eine Thema. Es ist nach wie vor auf den drei Schienen der Spiritualität, der Ich kann Freikörperkultur und es vor nicht allem mehr zu guter hören. Letzt eben die Selbstversorgung. Diese drei Punkte sind nach wie vor die Hauptschemen und die Haupttragelasten dieser Kommune. Hauptschemen. So. Das sind die Hauptschemen. Und du entscheidest dann am Anfang, wer dabei sein darf. Ich entscheide mich nicht dafür, wer dabei sein darf, sondern ich schaue mir an, wer meint das ernst, und dann kann man darüber sprechen. Und dann wird als Gruppe letzten Endes entschieden, wer da mitmachen darf. Wenn mich jemand rausschmeißt aus der Kommune, die ich ja selbst gründen möchte, dann ist es eben so, dann sollen sie das alleine durchziehen, dann bin ich aber auch komplett raus aus der Nummer. Das kann man auch gerne. Das wäre auch so geil, ne? Kommen halt so 25, 30 Leute so. Sagen ja, Rainer, ist sind dabei. So, da gibt es die erste Gruppensitzung. So, Punkt 1, Rainer fliegt raus. Ja, aber Rainer, es wäre auch die erste und einzige sinnvolle Entscheidung, die da getroffen wird, kollektiv. Dich erstmal aus der Kommune zu verbannen. Sehr schön. Ich fände es so geil, ey. Das, ja, es wäre sinnvoll, weil du bist ja nur ein Schmarotzer und eine Last für eine Gesellschaft oder für so ein soziales Gefüge wie eine Kommune. Durchziehen. Allerdings ist es ja meine Idee und ich bin einer der ursprünglichen Gründer, weil es ja ursprünglich als meine Idee ausgekommen ist. Wenn jemand meint, der muss mich dann da rauswählen oder rausschmeißen oder sonst was, dann ist das für mich so, dann ist es eben der Fall. Dann habe ich Pech gehabt. Aber dann ist das für mich auch komplett vom Tisch und ich werde mich mit dem ganzen Scheiß nicht weiter auseinandersetzen, sondern werde mein eigenes Ding weiterhin durchziehen. Halte ich persönlich für sinnvoller, als wenn ich mich daran irgendwie groß drüber aufrege. Es ist letzten Endes, wie gesagt, alles eine Entscheidung der Gemeinschaft. Und es ist, meine Stimme zählt nicht mehr als die aller anderen. Sowieso. Das wird gerne von Hatern anders erzählt, aber das ist nicht der Fall. Das steht über. Ja, weil du es doch jedes Mal raushängen lässt, wenn du die Möglichkeit dazu hast. Du höchstes Wesen. In jedem Block steht es drinnen. Und dadurch wird es auch dementsprechend gehandelt. Also ich kommuniziere das von vornherein als solches und damit passt das auch. Es gibt übrigens für die Leute, die interessiert sind, einen weiteren Post und zwar zum Thema die Kommune, Thema Generationen. Bist du sicher, dass es keine Seite ist oder vielleicht doch ein Beitrag? Das ist ein neuer Post, den habe ich heute veröffentlicht. Also es sind nach wie vor weiterhin 4 Posts. Dieser Post beschäftigt sich speziell mit diesem Thema nochmal, wo ich das Thema Kinder anspreche. Und das habe ich auch da schon direkt angesprochen, dass Kinder komplett raus sind. Und das habe ich quasi von da an direkt kommuniziert und habe auch, deswegen bin ich auch so spät online, weil ich alles erst geändert habe. Ich habe jeden Post nochmal gelesen, ich habe jeden Post nochmal geändert. Ich habe in vielen Posts nochmal was geändert, das sind manche nur Kleinigkeiten. Deswegen hat es auch so lange gedauert. Er musste nämlich jeden Post nochmal lesen. Das war die größte Arbeit. Habe ich in jedem Post nochmal was geändert und bin jeden Post nochmal extra durchgegangen, nur für dieses Thema. Es sollte also letzten Endes eigentlich so in Letzten Ordnung sein. Endes. Woo. So, Rechtschreibfehler dürften auch nicht groß drin sein, weil ich ein Korrekturprogramm benutze. Endlich So, hast du ich es mal habe gelernt. aber ein 5-jähriges Kind, das ich mit in die Kommune nehmen wollte. Es tut mir leid, Johann, aber das wird letzten Endes dann wohl nichts werden. Es haben sich einige Leute bei mir gemeldet, die gemeint haben, sie würden gerne mit der Kommune. Sie würden gerne für die Kommune mitmachen, bei der Kommune mitmachen. Und das haben sogar einige schon Grundstücke angeboten. Das muss man mal dazu sagen. Es haben einige Leute sogar schon Grundstücke angeboten, die ebenfalls. Es haben einige Leute schon Grundstücke angeboten. Dazu muss man noch dazu sagen, es haben einige Leute schon Grundstücke angeboten. Und dabei sei noch wichtig zu erwähnen, es haben einige Leute schon Grundstücke angeboten. Ein Teil der Kommune ist möchten.
wo man aber dazu sagen muss, dass diese Leute tatsächlich nicht alleine gekommen wären. Die hätten teilweise ein oder zwei oder manche sogar drei Kinder gehabt. Also ich habe in den letzten, obwohl ich Aber überhaupt. jetzt versucht es doch nicht wieder mit deinen erfundenen Leuten zu rechtfertigen, dass es doch okay wäre, da Kinder zu haben. Dann mach eine Kommune mit Kindern und streich FKK und freie Liebe raus. Und jetzt reit doch nicht so auf dieser Scheiße rum. Es geht jetzt schon wieder viel zu lange. Wirklich. Oh, dieses um Kopf und Kragen gesabbelt. Es macht mich. Es ist wirklich anstrengend, diesen Typ hier zuzuhören. Noch keine Leute gesucht habe. Also man muss es auch hier nochmal sagen, ich suche derzeit noch gar keine Leute für die Kommune, weil es derzeit sich nach wie vor nur um ein Gedankenspiel und nur um eine Idee handelt. Ich habe noch gar nicht vor, im Moment Leute zu suchen für die Kommune, sondern ich überlege momentan und ich habe momentan meine Gedanken und meine Ideen, die ich in Form dieses Blogs veröffentliche. Es hat mich aber erstaunt, wie extrem viele Leute Interesse. Aber wie kann man denn so viele Sätze sagen, die alle denselben Inhalt haben? Ja, man könnte diese ganzen Stundenvideos, ich glaube, wenn man jeden wiederholten Satz einfach radikal rausschneidet, dann sind wir hier in 10 Minuten durch. In dieser Kommune hatten und von vornherein sagten, sie hätten echt Interesse, da mitzumachen und würden gerne dabei sein. Das ist unglaublich. Es gab auch einige Hateraktionen. Es haben zum Beispiel, das habe ich von vornherein versucht zu unterbinden, habe gesagt, braucht ihr nicht machen. Es gab ein paar Leute, die haben mir Nacktbilder von Frauen geschickt, so, hey, das sind wir, so, wir möchten da mitmachen, es sind auch Nudisten und. Es gibt Leute, die haben ihm Nacktbilder von Frauen geschickt mit den Worten, das sind wir. Ja, richtig. Right. So weiter. Und dann habe ich gesagt, ihr braucht mir keine Nacktbilder von euch schicken. Hat niemand verlangt, möchte ich auch nicht. Ihr braucht mir keine Nacktbilder. Nein, das möchte doch der Rainer nicht. Ah, komm. Bilder schicken, um zu beweisen, dass ihr da kein Problem damit habt. Ich habe auch kein Problem damit, wenn ihr das macht, aber darum geht es überhaupt nicht. Dann muss er nämlich gleich erst wieder nach Maulwurf fühlen, denn das ist viel zu anstrengend. Der Maulwurf hätte auch Winterschlaf. Es geht darum, erstmal überhaupt Leute zu finden. Und im Moment suche ich keine Leute. Es geht darum, erstmal Leute zu finden. Und da suche ich gar keine Leute. Aber es geht auch erstmal darum, Leute zu finden. Ich fahre nicht Motorrad, weil es geil ist. Ich fahre Motorrad, weil es Spaß macht. Und abgesehen davon fahre ich ja kein Motorrad. Wie kann man denn in einem Satz sich wirklich noch im selben Satz sich widersprechen und so Stuss reden? Es ist wirklich. Und das nicht mitkriegen. Das muss ich noch dazu sagen. Ich suche derzeit keine Leute für die Kommune. Ja, du Ich hast es doch jetzt 20 Mal gesagt, Himmel, Arsch und Zwirn. Ist es jetzt gut? Ich nur an eine Idee. Ich suche derzeit nur Leute für das Ganze. Wirklich, du hast mich gleich hier liegen. Ich suche, also das Wichtigste ist erstmal Leute zu finden, aber ich suche keine Leute. Es ist erstmal nur eine Idee. Deswegen suche ich jetzt erstmal Leute. Kannst ihn doch nur noch links und rechts mit dem Handholz streicheln, wirklich. Ich suche jetzt halt noch keine Leute für das Ganze. Ich arbeite momentan nur an Ideen. Das Ja! hat also mit diesem ganzen Thema noch gar nichts zu tun. Also, es ist auf jeden Fall so, dass ich momentan mit dem ganzen Thema noch gar nicht wirklich anfange. Ey, das ist. Jetzt ist es doch mal gut. Wie oft willst du das jetzt noch sagen? Meine Herren! Ich schreibe momentan den Blog. Ich arbeite da an meinen Ideen, die ich mir wünschen würde für die Kommune. Aber es ist noch nicht so, dass ich überhaupt Leute drinnen suche. Kriegt der noch irgendwas mit? Kriegt der mit? Und im Moment geht es auch nicht anders. Wie die Kommune sich in den nächsten 15, 15, 20 Jahren entwickelt, falls die Kommune überhaupt irgendwann zustande kommt. Du erlebst die nächsten 15, 20 Jahre nicht mehr. Und das ist eine ganz andere Nummer. Deswegen mache ich es jetzt auch so, dass ich das Thema komplett rausgestrichen habe. Ich würde einfach sagen, jeder, der sich dafür interessiert, kann sich mal den Blog anschauen. Wie gesagt, noch ist gar nicht sicher, dass das überhaupt irgendwann mal umgesetzt wird. Das habe ich aber von Anfang an gesagt, das habe ich schon gesagt, bevor ich überhaupt den Kommunen. Ja, und jetzt auch noch 34 Mal wiederholt. Ist es denn jetzt mal gut? Ohne angefangen habe zu posten, den Blog zu posten, habe ich schon gesagt, das ist noch nicht sicher, dass es überhaupt passieren wird. Und dass ich eigentlich keine Möglichkeit sehe, es öffentlich zu machen und auch zu machen, umzusetzen.
Ja, ich auch nicht. Das habe ich von Anfang an kommuniziert. Das kann mir auch keiner nachweisen. Das kann mir auch keiner vorwerfen, meine ich, dass ich das anders kommuniziert habe. Ich habe von Anfang an schon. Ja, Mann, wirklich. Ey, das ist Folter. Das ist pure Folter. Was sagt eigentlich die Genfer Konvention zu seinen Streams? Das ist unfassbar. Ey, Amnesty International, wirklich. Bevor ich die Idee gepostet habe, gesagt, dass das wahrscheinlich nie veröffentlicht wird. Ich glaube, seine Streams werden auch in Guantanamo Bay verwendet. Die ganze Zeit. Er wiederholt sich immer die ganze Zeit. Hör endlich auf. Wir wissen es. Wir haben es doch jetzt verstanden. Nie gepostet wird oder nie umgesetzt wird. Habe ich alles gesagt. Ja, es juckt ja auch keinen, was du sagst. Das ist erstmal grundlegend. Also, ne? Schon. Was du wieder für einen Stuss von dir gibst. Und, ja, aber du weißt, wie ich das meine. Ja, du nicht, aber ihr wisst, wie ich das meine. Ich bin auf jeden Fall dabei, Drache. Wenn du Kinder hast, dann funktioniert das leider nicht. Wie gesagt, das können wir so nicht, das kann ich so nicht umsetzen. Ich lasse mir nicht vorwerfen, dass ich pädophil bin. Ich habe die Schnauze so voll von dieser Scheiße. Seit 12 Jahren werfen mir diese Leute diesen Schwachsinn vor und bringen irgendwelche Argumente dagegen, dass es so ist. Nein, Argumente dafür, dass es so ist. Ist und so ist und so ist. Wenn es so wäre, würde ich lange nicht mehr auf freiem Fuß sein. Ich bin verurteilt worden wegen gefährlicher Körperverletzung. Ich bin verurteilt worden wegen verschiedenen anderen Dingen. Mittlerweile bin und gegen diesen ganzen Mist. Und wer mich so hinstellt, das hasse ich wie die Pest. Da kriege ich so einen Hals. Das habe ich auch im letzten... Was für ein Hals? ...letzten Stream oder vorletzten Stream schon gesagt, dass ich da so einen Hals kriege. Ich bin da so aggressiv gegen so ein Thema und mich fuckt es so ab. Weil die Leute mich als was hinstellen, was ich nicht bin. Ich habe mein Leben dem Schutz anderer gewidmet, den Schutz Schwächerer. Oh, ja, du Vollhirsch, dann achte halt mal auf das, was du sagst und was du tust. So, Mann. Gewidmet. Nein, du hast dein verhunztes Leben maximal dir selbst gewidmet und nicht mal das kriegst du auf die Kette. Und ich werde niemals in so einer Form Scheiße bauen. Niemals. Lieber würde ich mir den Hals umdrehen, mich umbringen, von der Brücke springen. Und ähnliche Geschichten. Ich würde sowas niemals... Verlockende Idee. ...machen. So, und so eine Scheiße habe ich beim besten Willen nicht nötig. Ganz ehrlich nicht. Und deswegen habe ich das Thema jetzt auch geändert und verarbeitet. Das wird jetzt einfach nicht mehr der Fall sein. Punkt. Ich habe damit auch kein großes Problem. Es macht mich ein bisschen traurig, weil es ist eine Kommune, die für Freiheit stehen soll. Und das ist eigentlich schon wieder die Einschränkung von Freiheit, weil das ist schon wieder keine Freiheit. Aber man kann in unserer Gesellschaft leider keine richtige Freiheit genießen. Man kann nur versuchen, die Freiheit so weit wie möglich zu genießen, aber eben nur mit Einschränkungen. Boah, ja, dann kannst du dich ja mal gerne in andere Länder begeben und versuchen, da deine Freiheit zu genießen. Gibt es genug Auswahl. Gucken, ob du dich da wohler fühlst. Ich glaube, wir haben hier schon ziemlich viele Rechte und ziemlich viele Freiheiten. Und es gibt halt Regeln für ein soziales Zusammenleben. Und die gibt es nicht ohne Grund, weil der Mensch halt einfach, einfach auch nur so ein, eigentlich im Wesentlichen gern auch nur ein Primat ist, der, wenn es solche Regeln nicht gäbe, einfach seinem Nächsten auf den Deckel hauen würde, um sein vermeintliches Recht durchzusetzen. Und da wir uns dazu entschlossen haben, eine zivilisierte Gesellschaft zu sein, normalerweise zumindest, gibt es Regeln und dann die sollte man sich halten. Das hat alles schon... Und wir genießen eigentlich eine sehr große Freiheit hier bei uns in der BRD, muss man schon sagen. Schränkungen. Das heißt, eigentlich existiert eine Freiheit gar nicht. Das wird zumindest in diesem Leben... Ja, doch. Die existiert schon. Du kannst halt auf eine einsame Insel gehen, da kannst du schalten und walten, wie du möchtest. Aber solange auch nur ein weiterer Mensch involviert ist, musst du deine Freiheit einschränken. Das ist nun mal so. Und genau deswegen eckst du ja überall an, weil du das hast du einfach noch nicht kapiert. Das hast du nicht eingesehen. Nicht mehr passieren. Tja, Hater haben übrigens heute meine neuesten 2 Videos, also nicht das jetzt zuletzt veröffentlicht, sondern die 2 vorherigen Videos, haben sie gemeldet und löschen lassen. Die Hater nehmen dir jedes Glück. Das war schon immer so. Das ist schon seit 12 Jahren so. Nee,
Du hättest einen super Start gehabt. Du bist. Also, du hast einen super Start gehabt, ne? Du hast ein Erbe, du hast ein Haus. Du hättest vollkommen deine Ruhe gehabt. Du hättest einen Dulli-Job gemacht. Dann wärst du einmal im Jahr auf Summer Breeze gefahren. Hättest dir irgendeine Schore alte aufgerissen. Alles prima. Aber nee. Wir wollten ja den großen Onky Gronk-Traum leben. Danke dafür, Erblali. Und keinen Handschlag tun müssen, um sein Schmarotzerleben führen zu können, um den ganzen Tag zu wichsen und zu daddeln und sich den, ja, vorm Rechner fett zu fressen. Schaut euch doch schon mal an, was passiert ist. Ich habe angefangen mit YouTube, da habe ich noch gearbeitet. Dann habe ich irgendwann ständig Wenn, ja, da hättest du mal bei bleiben sollen. Probleme gehabt, weil die angefangen haben, bei meinen Arbeitgebern anzurufen. Irgendwann habe ich meinen Job verloren. War das Erste. Dein Job, meinst du, dieser Job als Leiter der Nachtschicht, wo du der Meister im Karton zerschneiden warst, wo ich mir heute immer noch ganz sicher bin, dass du bei dieser Entschuldigung, bei dieser Firma quasi Teil der Behindertenquote warst. Und dann haben die gedacht, ja, was machen wir mit dem? Ja, was sollen wir mit dem machen? Der kann doch nichts. Kann nicht stehen, kann nicht, der weiß nichts, der kann nichts. Ja, komm, erstmal setzen wir den in die Nachtschicht. Da sind die anderen alle weg, da muss sich keiner mit dem rumärgern. Ja, und dann gehen wir dem irgendeinen Dulli-Job, den wir so nebenbei erledigen müssen. Ja, komm, wir haben hier einen Haufen Kartons, komm, lass die kaputt schneiden. Lass sie den kaputt schneiden und zum Entsorgen, dann müssen wir das nicht auch noch nebenbei machen. Ja, deswegen bist du Leiter der Nachtschicht. Ja, Leiter deswegen, weil sonst kein anderer da war. Geworden, durfte das Kartons zerschneiden, ja. Weil man dich einfach dir nichts anderes anvertrauen kann, ja. Gut, irgendwann habe ich den ganzen Scheiß dann noch hingeschmissen, weil ich dann davon leben konnte. Aber vorher habe ich habe mehr als einen Job verloren wegen diesen Aktionen. So, das weiß dabei keiner oder glaubt immer keiner. So, und das war zu einer Zeit, in der der Hate noch keine Rolle spielte. Spielt keine Rolle. Ich habe noch meine ganzen Jobs dadurch verloren. Dann ging das Ganze weiter, dass ich meine Familie verloren habe. Ich habe meine Freunde verloren. Weil du ein ekelhafter Eimer voll Scheiße bist. Deswegen. Meine Familie, jeden Menschen, der mir was bedeutet hat, bis auf ein, zwei wenige. Es gibt ein, zwei Leute aus dieser Zeit, nur ein, zwei, die stehen bis heute hinter mir. Tante Marion? Aber alle anderen haben mich fallen gelassen. Zu Recht. Wäre ich ein heißes Streichholz, das abgebrannt ist. Rainer, das heißt wie eine heiße Kartoffel. Nicht wie ein heißes Streichholz, was abgebrannt ist. Und so ist das 12 Jahre lang gelaufen. Und Weil du dich 12 Jahre lang aufgeführt hast wie ein Rieseneimer voll Scheiße. Und deswegen möchte mit dir keiner was zu tun haben. dann habe ich letzten Endes meine Freiheit Letzten eingebüßt. Ich konnte Endes. nicht mehr aus dem Haus gehen. Ich konnte nicht mehr rumlaufen. Ich konnte nichts mehr machen. Ich konnte nur noch wenig einkaufen gehen. Dann habe ich immer mehr verloren. Und jedes Mal ein Stück mehr, ein Stück mehr und ein Stück mehr. Und zum Ja, aber hier, du hattest doch drei Kaffeemaschinen. Also bitte. Eine Popcornmaschine. Und eine Zuckerwattemaschine. Ein Hotdog-Maker. Du hast schon alles gehabt. Meine Herren. Schluss habe ich sogar mein Haus verkauft. Verkauft, nicht verloren. Das war meine Entscheidung. Das habe ich aber Potato. deswegen getan, damit ich mal ein Stück meiner Freiheit zurückbekomme. Mir war meine Freiheit mehr wert als mein persönlicher Besitz. Ja, weil Freiheit ist ja auch mehr wert als persönlicher Besitz. Und diesen persönlichen Besitz habe ich 12 Jahre lang gegen den Hass anderer verteidigt. Nee. Dein Besitz hast du selber komplett runtergewirtschaftet. Ich erinnere da an diverse Renovierungsvideos. Du hast alles verwahrlosen lassen. Genauso wie ich meine Familie verteidigt habe, genauso wie ich meine Freunde verteidigt habe. Du hast deine Familie vergrault. Und als deine Schwester mit ihrem Kind ankam, hast du sie auch vom Hof gejagt. Also, hör mir auf. So ein Quatsch. Und alles habe ich verloren. Und am Ende bin ich immer noch hier und mache weiter. Ja, kannst du mal sehen, wie hagelblöd du bist.
Ihr werdet mich nie besiegen. Ihr werdet mich niemals besiegen. Es wird nie passieren. Und wenn ich in der Gosse ende und wenn ich in der Gosse sterbe, meinen Willen beugt niemand. Kannst du mal aufhören, so behindert zu gucken, ey, wirklich. Schau mal doof für 5, nicht für 50. Aber ich bin kein Märtyrer. Rainer, die Definition eines Märtyrers ist, für seinen Glauben zu sterben. Was ist das dann? Also ich wäre lieber am Leben. Das wird nie passieren. Und wenn ich in der Gosse sterbe, das wird nie passieren. Doch, Rainer, du steuerst doch direkt darauf zu. Du steuerst doch, also der Werdegang jetzt in diesen letzten 12 beschissenen Jahren, der steuert genau darauf zu. Und das werde ich euch auch immer wieder beweisen. Hey, du beweist uns eigentlich nur jeden Tag, wie hagelblöd du bist und wie bescheuert du eigentlich aussiehst. Und dass irgendwas mit deinem Körper absolut nicht in Ordnung ist, mit dieser Scheißräusperei. Und wenn ich euch das 100 Jahre lang beweisen muss. Du wirst keine 40, wenn du so weitermachst. Boah, diese dämliche Mimik, ne? Dieses aufgesetzte, ich bin so böse und euch überlegen. Ich bin so stark. Schaut mich an. Das habe ich in meinen Manga-Filmen gesehen. Die gucken dann auch immer so. Ich das hasse. Ich habe immer weniger und weniger und die Leute versuchen mir immer noch mehr zu nehmen und doch bin ich immer noch hier. Ja. Ich habe gerade noch gesagt, was er alles verloren hat. Ja, ich sag ja, irgendwann wirst du wieder einen radikalen Fehler machen, dann wird wieder die ganze Hölle über dich einbrechen. Und ich werde hier bis zum bitteren Ende sein. Ihr macht mich in jeglicher Form fertig, aber was ist es? Was bringt euch das? Ihr mobbt mich seit 12, oder viele von euch mobben mich seit 12 Jahren. Ich rede von den Leuten im Allgemeinen, die zuschauen. Es gibt nicht jeden, der mich mobbt, aber viele. Ne? Für die vielleicht neu dabei sind. Aber seit 12 Jahren stehe ich alleine gegen euch. Es wird sich niemals ändern. Nö, ich nicht. Nee, wie gesagt, das ist auch nicht auf jeden angewendet. Nicht jeder von euch mobbt mich nicht. Das ist richtig, Rainer. Das wird sich niemals ändern. Weil du einfach nicht gewillt bist, etwas zu tun, um das Ganze zu beenden. Natürlich. Aber es sind genug. Und doch bin ich immer noch hier. Und ich werde hier stehen. Sitzen. Bis ihr verfault seid. Die Rainer, wir werden ganz sicher deinen faulen Kadaver irgendwann in einem 4 Tage andauernden Livestream bewundern können. Ich sag ja, hab's ja erwähnt, irgendwann, ja, starrst du nur noch leer in die Kamera, dann kippt dein Kopf nach vorne, der knallt auf die Tischplatte und dann machst. Und währenddessen wird der Stream laufen. Und dann werden wir dir beim Faulen zugucken. Bin ich absolut überzeugt von. Mich mobben. Und das sage ich euch seit 12 Jahren. Es wird immer wieder so passieren. Wir sind immer da für dich, Drache, wenn du schreiben willst, schreib mich einfach an. Alles gut. Die hören auf bald. Der Hate wird weniger. Was passieren müsste eigentlich ist, dass meine Community, die positiven Menschen, gegen diesen ganzen Hass vorgehen. Denn nichts anderes könnte gegen diesen Hass ankommen. Wir schaffen das nur als Gemeinschaft. Wie vorgehen? Melde die gesamten Hater-Streams. Melde die Telegram-Gruppen. Melde die ganzen Posts der Hater. Melde die bei Telekom, bei Twitter, bei YouTube, bei der Polizei. Geh zur Polizei, macht Anzeige. Telekom Hotline, hallo, was kann ich für Sie tun? Ja! Kennen Sie den Lindemann? Den Rammstein? Nein, der andere, der Troll Lindemann, kennen Sie den? Der macht YouTube-Videos. Ja, und jetzt? Ja, können Sie da nichts gegen tun?
Meldet ihn bei der Telekom. Aber ja, manchmal muss ich echt sagen, da bringst du mich zum Lachen, einfach, ist schön. Macht dich das jetzt glücklich? Melde die bei YouTube, bei den Posts, bei Twitter, bei Instagram, egal wo sie kommen, den ganzen Hate, bei TikTok, überall. Nein, wir melden da lieber dich. Melde den ganzen Hater Scheiß. Wir können das Ganze nur platt machen, wenn man deren ganzen negativen Content löschen lässt und meldet. Was ist mit deinem negativen Content? Der darf dann da bleiben, oder was? Nee, 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 nee. So nicht. Weil der Staat wird nichts machen. Das seht ihr ja, was der Staat die letzten 12 Jahre gemacht hat. Nichts. Ja, richtig. Nichts. Deswegen hast du auch doppelte Bewährung. Nothing. Ich bin alleine gestanden. Ich habe auf der Straße geschlafen, weil mich ein Obdachlosenheim nicht aufnimmt. Bist alleine da gestanden. Du hast die Pinea, Entschuldigung, hast du als persönliche Leibstandarte benutzt und diese armen Leute terrorisiert. Und die sind jedes Mal zu dir angerückt. Oder als sie da hier beim Sturm auf die Schanze dich mit Hundertschaften da beschützt haben und du hast dann auch noch im Garten gegrillt und provoziert, ne? Wirklich. Also ich weiß ja nicht, was ich da als Beamter gemacht hätte, ne? Ganz ehrlich. Also, zumal ich auch finde, dass es einfach Missbrauch von Notrufen ist. Also ich hätte ja allein schon dafür irgendwo mal eins reingedrückt. Ich habe auf der Straße geschlafen, weil mich Meinungsfreiheit. Hater-Content ist keine Meinungsfreiheit. Na, Meinungsfreiheit ist ja nur, wenn Rainer eine Meinung hat. Das ist Freiheit. Hater-Content ist Hetze betreiben und Puh. Nee, es ist meistens dich korrigieren. das ist wiederum strafbar. Nee, dich korrigieren ist nicht strafbar. Gut, dich zu beleidigen, so wie ich das tue, du Eimer voll Scheiße. Das ist, ja, aber es ist ein Anzeigedelikt, ne? Also. Das hat nichts mit Meinungsfreiheit zu tun. Kleiner Tipp am Rande. Wink, wink, nudge, nudge. Das, was ich mache, ist Meinungsfreiheit. Ich rede darüber. Aber ich rede über das, was ich mache. Und das ist die Tatsache. Du solltest mit deinen Fans auf der Straße demonstrieren gehen. Echt? Du und Marion? Puh, nicht schlecht. Das wird ja eine Bombendemonstration. Du hast mich gerade auf eine böse Idee gebracht. Oh mein Gott. Was ist jetzt kaputt? Wieso bin ich in 12 Jahren nie auf so eine Idee gekommen? Weil du ein ziemlich dummer Eimer voll Scheiße bist? Nein. Nein, eine Anti-Hater-Demo wird es nicht, das garantiere ich dir. Aber ich bin nie auf diese Idee gekommen. Was glaubt ihr? Was glaubt ihr, wenn ich vom Bundestag alleine, vom Bundes, also ich würde nichts ankündigen oder so, ich würde zum Bundestag gehen und würde mich da mit einem Schild hinstellen. Was glaubt ihr, würde passieren? Dich lachen einfach nur alle noch mehr aus als sowieso schon. Er macht jetzt schon wieder für eine dumme Grimassen. Ja, nee. Nehmen die Leute halt noch weniger ernst, als sie so den schon tun. Wenn das denn überhaupt möglich sein sollte. Vorher und dabei noch einen Stream oder so machen. Oh mein Gott. Dann müsste der Staat reagieren, Alter. Oh mein. Warum? Was? Ja, Rainer, wenn es so einfach wäre, sich alleine mit einem Schild vom Bundestag zu stellen und der Staat dann reagieren müsste, was meinst du, was hier los wäre? Bist du auch wirklich. Kriegst du mit, was gerade abgeht? Ja, mit den Landwirten und so? Kriegst du was mit? Nee. In deinem Wolkenkuckucksland gibt es nämlich gar keine Landwirte, glaube ich, die gerade demonstrieren. Kann das sein? Oder hier diese Straßenblockierungen? Ja? Hast du das mitgekriegt? Nee, ne?
Aber klar, wenn ich mich allein mit dem Schild vom Bundestag stelle, dann haben die ja gar keine Wahl, als zu reagieren. Ja, ich kann ja sagen, wie die reagieren. Da kommt maximal, kommt da Security raus, so jetzt gehen sie mal bitte weg hier. Mein Gott, warum bringst du mich auf so eine Idee, Alter? Das würde so böse enden, sage ich euch. Oh mein aber, Gott. Aber wirklich, was ist denn, wo lebst du schon wieder? Ja, wird maximal wieder für dich böse enden, ja? Wenn du dich dann mit dem Security anlegst und der dir dann eine 8 anlegt. Aber, ach, rein am Polizeigewahrsam oder so. Schön. Aber ey, sag mal, was träumst du eigentlich nachts, ey? Wirklich? Deshalb bin ich in 12 Jahren nicht auf die Idee gekommen. Naja, weil sogar das, sogar für deine Verhältnisse einfach saudämlich wäre. Wäre genial. Nee, das wäre nicht genial, das wäre absolut kriminell. Wenn ich sowas mache, Alter, stell dir mir vor, ich habe 1000 Zuschauer und mach sowas und bin dann da 24 Stunden vorm. Oh mein Gott. Das kann man nicht ignorieren. Nee, das kann man nicht ignorieren. Ich sag euch auch. Das kann man nicht ignorieren. Ich würde keinen Schwanz beachten. Wirklich. Die lachen dich aus. Das kommt dann alle und sagt, hast du da draußen den fetten Vollidioten mit dem Schild gesehen? Ja, der steht schon den ganzen Tag da. Du bist doch völlig über den Jordan, Junge. Warum? Weil der Witz dann nämlich ist, dass der Hate, der da kommt und die Leute, die auf mich losgehen, die Leute, die mich verprügeln wollen oder die einfach nur auf mich losgehen wollen, die müssten der Polizei hinschicken, allein dafür, dass da keine Schlägerei ausbricht. Das können die nicht ignorieren. Und dann wird schon wieder die Polizei zur Leibstandarte gemacht. Es ist wunderbar. Ja, glaubst du denn wirklich, dass da irgendjemand vorbeikommt, dich vor dem Bundestag verprügelt? Die stehen da und lachen dich aus. Da kommen ein paar Leute vorbei. Herr Winkler, 5 Stream, wie du da doof rumstehst. Ich hoffe, es regnet auch noch nebenbei. Mit deinem Schildchen und alle lachen dich aus. Da wird eine Riesenparty stattfinden. Da werden sich Leute versammeln, werden sich ordentlich einen antrinken und alle feiern und lachen den dummen Vollidioten aus, der mit seinem Schildchen vor dem Bundestag steht. Das wird passieren. Wenn du mal zu Hause. Also wenn du es machst, kündige es bitte an. Boah, dann setzen wir uns hoch nach Berlin, ey. Das wird bestimmt eine Mordsparty. Weil die Sache ist nämlich, es werden bestimmt 1-2 Fans kommen, aber es werden viel, viel mehr Hater kommen. Und dann sieht man mal, was das für einen Hass machen würde. Ja, da sieht man mal, wie die Leute sich da freuen und feiern, die dicken, dummen Vollidioten auslachen. Ja, das wäre richtig schlimm. Ja, die werden alle hops genommen, sage ich dir. Vielleicht noch bei ein, zwei Polizeien, sage ich schon. Polizei bestimmt auch vorher informieren. Aber vielleicht. 3-4 Grenadier? 5-6 alte Gags? Bei 1-2. Oh mein Gott. Wirklich so eine Demo mal organisiert. Oh mein Gott. Aber das funktioniert wahrscheinlich nicht so. Ich habe keine Ahnung, ich habe mich mit sowas noch nie auseinandergesetzt. Aber das wäre so brutal. Eine Drachen. Das macht überhaupt nichts, Rainer. Du hast dich ja mit nichts auseinandergesetzt und machst trotzdem diverse Dinge. Also das würde jetzt ja bei dir prinzipiell nichts ändern, dass du dich mit irgendwas nicht auseinandergesetzt hast und trotzdem dir eine Meinung bildest. Lord Demo. Könnte eventuell gefährlich werden. Gefährlich. Ich habe mich in 12 Jahren nicht von Gefahr abschrecken lassen. Rainer, du warst noch nie wirklich in Gefahr. Sonst hättest du nicht so ein riesen Mundwerk. Rainer, was dir fehlt, ist die sogenannte Schulhofklatsche. Ja, so wird man direkt mal sozialisiert. Ich benutze das Wort häufig, ne? Aber es ist halt einfach treffend. Es tut mir leid. Das ist ja das, was ihm fehlt. Rainer, diese sogenannte Schulhofklatsche, das ist, wenn man in der Schule sein Maul zu weit aufgemacht hat, gab es immer einen, der dir dann dir gezeigt hat, wo dein Platz ist, so ungefähr. Und dann hast du die Schulhofklatsche gekriegt und hast du gewusst, beim nächsten Mal reiße ich mein Maul nicht so weit auf. Und das ist genau das, was dir fehlt. Und daher wissen wir auch, dass dir noch nie wirklich was passiert ist, weil sonst hättest du nicht so ein Riesenmaul. Das wäre so brutal. Jetzt kommt auch. Und ja, man muss bedenken, Rainer, Berlin ist nicht Altschauerwerk. Ja. Oh Gott, das wäre so brutal. Oh. Wo willst du die Demo machen? Ja, wenn, dann muss man es vor dem Bundestag in Berlin machen. Wenn, dann muss man es vor dem Bundestag in Berlin machen. Anders lohnt sich das nicht. Ja,
ich weiß gar nicht, was mir mehr auf den Sack geht. Dieses dumme künstliche Lachen, dass es zu dämlich ist, zu kapieren, was für ein Schwachsinn das wieder ist, oder das Lied? Ah ja, Leute, passt mal auf. Erleuchte mich. Der Eule gegen Mobbing, also sprich der Inge, ne? Der nennt mich immer Bettler. Mich. Es trifft ja auch zu. Und jetzt bettelt er selbst. Wo? Zur Finanzierung und Arbeit und Serverkosten. Ja, aber ich finde, das ist legitim. Weißt du, das ist pass auf, ich erkläre dir den Unterschied. Der Unterschied ist, du möchtest einfach nur nichts tun und dich dafür mit Geld bewerfen lassen. Das Betteln. Und jemand, der für andere Leute etwas macht, wie zum Beispiel Restreams oder so, und dadurch, um das zu wuppen, zum Beispiel sowas wie Serverkosten entstehen, finde ich, kann man das auch auf die Community, für die man das macht, und die das ja auch gerne nutzen. Das ist ja der Unterschied. Ja, nicht, bevor du mir hier ein Argument bringst im Sinne von, ja, ich mache ja auch Sachen für Leute. Ja, aber das möchte halt niemand nutzen. Und damit auch einen Mehrwert für diese Leute erschafft. Erschafft, falsche Worte, ne? Bringt. Ding. Fließen. Ja, dann ist es auch legitim, dass man der Community sagt, hey, hier entstehen mir Privatkosten. Möchte sich nicht jemand vielleicht daran beteiligen, wenn ihr diesen Service nutzt? Ne? Das ist so, weißt du, ein Beispiel ist Eule Netflix. Du bist die GEZ. Der Arbeit und Server. Kosten. Finanzierung zu der Arbeit und Serverkosten. Jetzt bettelt Inge selber. Alter. Aber mich Bettler nennen. Das ist kein Betteln. Das sind einfach Kosten, die erzeugt werden. Und die muss man decken. Und warum sollte das Inge denn privat decken? Wenn wir das doch alle nutzen. Du hingegen möchtest nur dein Lotterleben finanziert haben. Er möchte nur die Kosten, die entstehen, für das, was er uns an Service bietet, gedeckelt werden. Er möchte sich nicht darüber finanzieren und ein Lotterleben führen. Das ist ein großer und gewaltiger Unterschied, mein Freund. Und du bist übrigens nicht mein Freund, Penner. Mit dem Unterschied, dass ich mir meine Karriere alleine aufgebaut habe, ohne diesen Hate. Also ich habe all das gemacht, was ohne, ich habe. Ohne die Aufmerksamkeit durch diesen Hate wärst du ein absolutes Nichts. Das ist leider so. Das ist eine symbiotische Beziehung, die wir hier führen. Mit dem Unterschied aber, dass solltest du einfach mal irgendwann den Stecker ziehen, ist uns einfach scheißegal wer. Und wir könnten uns wieder anderen Dingen zuwenden. Bevor ich Hater hatte. Und dann kam der Hate. Und die Hater haben diesen Scheiß dann weitergemacht und haben ihre Karriere auf meinem aufgebaut. Die Doppelmoral. Was heißt die Karriere aufgebaut? Ich meine zum Beispiel so ein Ofi, der hat einfach regelmäßigen Output, der hat einen informativen Content und dass er dadurch automatisch Zuschauer generiert und Abonnenten generiert, weil das gerne konsumiert wird. Das ist ein positiver Nebeneffekt, dadurch, dass er sich mit seinen Produktionen Mühe macht. Und es kostet Zeit, sich mit dem Idiot auseinanderzusetzen. Und das ist Lebenszeit, die kriegt man nie wieder zurück. Ich zum Beispiel, und ich erwähne es gerne nochmal, ich kriege keinen müden Cent für. Ich mache das in meiner spärlichen, sehr, sehr spärlichen Freizeit. Ich könnte jetzt auch einfach ein bisschen Ready or Not zocken. Es würde mir wesentlich mehr Spaß machen. Oder mich mit anderen Dingen zuwenden. Ich habe hier noch genug auf der Agenda, was ich wegarbeiten muss. Aber auch ich brauche mal ein bisschen Eskapismus zwischendrin. Und mir wäre das Bums. Ja? Ich freue mich, wenn sich das jemand anguckt oder anhört, was ich mache. Ich freue mich, wenn es die Leute erfreut. Und wenn das 5 Leute erfreut, erfreut das 5 Leute. Und wenn das 6.000 Leute erfreut, erfreut es 6.000. Props gehen raus an euch. Ja,
Hashtag Liebe. Von Inge ist so peinlich. Das ist die Doppelmoral aller Hätte. Die fühlt euch alle mal ganz doll geherzt. Ja. Moral von Ofi ist genauso. So. Er nennt mich auch Bettler und macht Videos und Streams und verdient damit Geld. Ja, er verdient damit Geld. Und das ist in meinen Augen, auch wenn es immer noch irgendwo eine Zeit lang verpönt war, mit dem Game Geld zu verdienen, ich finde es vollkommen legitim, weil weißt du, Rainer, das hier ist Lebenszeit, die wir, ja, möchte ich jetzt nicht sagen. Also ich verschwende sie ein bisschen, weil, klar, ich kriege positives Feedback. Das ist natürlich angenehm, ja. Bisschen Bauchpinselei, mag jeder. Finde ich schön, ja. Ich lese gerne eure Kommis. Und natürlich. Aber sonst verdiene ich daran nichts. Und ich finde es nicht schlimm, wenn andere sich diese Lebenszeit ein bisschen rückfinanzieren lassen, wenigstens. Ich finde es vollkommen legitim. Ja, wie viele Podcasts, die ich höre, ich habe da zwei, die habe ich einfach auf Steady abonniert und schmeiße den monatlich mal so einen Fünfer in den Hut, weil ich finde, dass sie eine geile Arbeit machen und ich die einfach gerne höre und die haben viel Output und da steckt viel Arbeit drin und Liebe und mit dem Fünfer sage ich danke. So, ich sage danke, dass ihr mir ständig was auf die Ohren gebt und ich genieße den Content, ich finde es informativ, ich finde es unterhaltsam und dann schmeiße ich gerne Fünfer in den Hut. Weil die einfach auch sehr viel Mühe und Zeit da reinstecken. Und ich finde das vollkommen legitim, diese Zeit sich finanzieren zu lassen. Durch, ja, eben sowas. Aber du möchtest dir ein Lotterleben finanzieren lassen und dafür nicht auch nur einen Finger krumm machen. Du meinst ja, dass dieses hohle Gelaber hier Geld wert ist. Und das ist der Unterschied. Das ist die Doppelmoral von allen. Übrigens. Nein, das ist keine Doppelmoral. Du hast einfach nicht kapiert, worum es geht. Du siehst nur, die machen Zeug im Internet, verdienen Geld. Ich mache Zeug im Internet und will Geld. Und die kritisieren mich. Ja, weil du Scheiße generierst. Aber oh Gott, mein Gott, Alter, die Idee mit der Demo wäre brutal. Oh Gott. Mal, setz einen Punkt dahinter. Drache, wie viel wiegst du? Zu viel. Mittlerweile 194. Bist du gerade auf dem Höhepunkt deiner Karriere? Du bist nicht nur ein Eimer voll Scheiße, du bist nur ein ganz schön fetter Eimer voll Scheiße. Ich glaube nicht, dass es sowas wie einen Höhepunkt der Karriere gibt. Das glaube ich nicht. Es gibt immer Hochs und Tiefs. Gerade wenn du im öffentlichen Bereich unterwegs bist, wenn du als Musiker oder... Das ist wie so eine Achterbahnfahrt, ne? Wenn man das jeden Tag macht, 8 Stunden lang, da kotzt man irgendwann. Und nein, ich mache jetzt keine Stromberg-Kasse auf. Pisspass-Kasse muss reichen. Schauspieler, das unterwegs bist. Aber sowas wie eine Demo wäre echt brutal. Vorher zwei, drei Agenturen anschreiben, vielleicht sogar die Bildanzeigen anschreiben. Weil das kann man dann mal ignorieren dann, wenn alles drin steht, überall. Endlich mal gute Musik, ey. Jetzt mal echt Props raus hier. Wolfgang Petri, geile Sau. Der Typ hat Stadien gefüllt, ey. Das ist immer ganz ohne Witz. Wolfgang Petri, das war echt stabiler Ficker. Mich hinstellen und dem... Alter, wieso bin ich... Habe ich über das wirklich noch nie nachgedacht? Das überlege ich gerade ehrlich, ne? Eigentlich wäre das schon brutal. Oh, eigentlich müsste ich sowas wirklich mal organisieren, ne? Mach. Weil das kann niemand ignorieren. Doch, die lachen dich aus. Mach. Tu uns den Gefallen und mach's. Wisst ihr, was das Witzige ist? Ich dachte eigentlich immer, dass mir klar ist, was für eine Reichweite und was für eine Macht ich habe. Aber gerade wird mir... Was für eine Macht ich habe. Boah, der Typ ist doch vollkommen grenzbehindert. Du hast keine Macht. Du bist eine Scheißkakerlake, die sich in irgendeinem Kellerloch verkriecht und Stuss ins Internet scheißt. Du hast keinerlei Macht. Klar, dass selbst ich immer noch nicht damit klarkomme und immer noch nicht daran denke. Nee, du kommst auch nicht klar.
Ja, die Proteste ist mir klar. Weißt du, klar. Na klar. Die Idee ist aber generell eigentlich, als ohne Scheiß, ihr habt mir jetzt eine Idee in den Kopf gesetzt, die werde ich nicht mehr los. Ich überlege gerade ehrlich, ne? Glaube ich dir nicht. Ich habe ernsthaft, ich bin mir eigentlich, ich denke eigentlich die ganze Zeit, dass mir klar ist, was ich für eine Reichweite und für eine Macht hätte. Aber vielleicht, ich warte auch schon seit einem halben, dreiviertel Jahr, überlege ich schon, wie ich diese Macht richtig nutzen kann. Was denn für eine Macht? Sag mal, bist du jetzt... Schätz mal wieder... Könntest du bessere Sachen machen als nach Berlin fahren? Viel größere Sachen. Nicht böse gemeint, aber hast du vor, abzunehmen? Ja, das hat dir aber gerade nichts verloren. Ja, das hat überhaupt nichts verloren. Ja, ich habe das vor, durch meine Willensstärke, indem ich ganz fest daran denke, weil bei mir im Wolkenkuckucksland, da ist es möglich, vorm Rechner zu sitzen und sich Candis Zucker in die fiese Fresse zu schieben, gleichzeitig abzunehmen. Was heißt da vor? Ich mache das. Ich würde zu den Protesten kommen. Was wäre dein Hauptthema bei den Protesten? Das überlege ich nämlich gerade. Das überlege ich gerade, wie man das. Wenn, dann muss man das vernünftig aufbauen. Ja, und allein daran wird es ja natürlich schon mal grundsätzlich scheitern. Ein Hauptthema könnte Anti-Mobbing sein. Ich würde viel weiter Ja, lädst auch Carsten Stahl dazu ein. gehen. Ich würde viel, viel weiter gehen. Ich würde nicht nur Mobbing, sondern ich würde als Hauptthema würde ich vielleicht einfach Stopp den Hass machen. Stopp den Hass und stopp Diskriminierung, stopp Unterdrückung, würde ich als Hauptthema nehmen. Weil es würde. Diskriminierung. Ich könnte jetzt Beispiele heranziehen, die möchte ich aber lieber nicht zitieren, aber ich glaube, die meisten von euch wissen, an was ich gerade denke. Wenn ich, das muss ich dazu sagen, wenn ich sowas organisieren wollen würde oder sowas organisieren würde, dann nicht für mich allein. Definitiv nicht. Nein, weil ich möchte mich ja wieder schützend vor anderen stellen und vor allem weißt du, dass du es allein nicht hinkriegst und dass du allein nichts bist und dass die dich auslachen. Dafür bin ich nicht egoistisch genug. Ich habe mich gerade beinahe ein Bier verschluckt rein. Dann mach sowas nie wieder. Nee. Du kennst. Für dich gibt es niemand anderen als dich. Und das nicht nur, weil sich jeder von dir abgewandt hat. Das ist einfach so. In deinem Oberstübchen zählst nur du. Das heißt immer nur ich. Dick, dick, dick. Wenn, dann würde ich sowas als ganz großes Thema machen. Aber als klassisches Mobbing-Opfer wäre natürlich Mobbing auch ein gutes Thema. Als klassisches Mobbing-Opfer. Rainer, ich weiß, in deinem Teflon-beschichteten Hohlraum zwischen deinen nicht vorhandenen Ohren bleibt es nicht kleben, aber du bist kein klassisches Mobbing-Opfer. Du bist der Täter. Du bist derjenige. Carsten Stahl hält mich für einen Hater, hält mich für einen Nazi, hält mich für einen Rassisten und ich weiß nicht, was noch alles. Ja, woher kommt das nur? Das sind wir übrigens bei den Zitaten, die ich eben nicht wiedergeben wollte. Ihr kennt sie aber alle. Ihr findet die auch. Ganz sicher. Carsten Stahl hält mich für jemanden, der Mobbing verdient hat. Nein, Carsten Stahl würde nie sagen, dass jemand Mobbing verdient hat. Er würde einfach sagen, dass du gar nicht gemobbt wirst. Sondern du bist der, der immer hier schreit. Hier, komm zu mir. Komm, du machst immer weiter, du machst immer weiter und immer. Und ein klassisches Mobbing-Opfer würde die Schnauze halten. Hat er selber gesagt. Gesagt. Weil er mich für einen Täter, nicht für ein Opfer hält. Weil das auch stimmt. Und diese Meinung hat er nicht exklusiv. Ich werde mir das mal im Gedanken durchgehen lassen, durch den Kopf. Du wirst dir das mal in Gedanken durch den Kopf gehen lassen. Ah ja, alles klar. Also wenn ich sowas umsetzen wollen würde, müsste ich das vernünftig angehen. Sowas könnte ich dann einfach von heute auf morgen übers Knie brechen.
Weißt du, denke nie gedacht zu haben, denn das Denken der Gedanken ist gedankenloses Denken. Hm? Muss ich mir wirklich überlegen, bevor ich das umsetzen würde. Aber die Idee ist jetzt in meinem Kopf. Ja, das ist mir ja gute gut, Idee wir in den Kopf haben gesetzt. Das doch verstanden, Himmel, Arsch. Aber das muss, wenn dann, vernünftig gemacht werden. Ja, und somit ist es schon wieder vom Tisch. Mich fragen immer Leute, ob ich irgendeinen Crush habe. Wer sind diese obskuren Leute alle, die dich immer fragen? Ich sage immer nein, aber es gab tatsächlich ein Mädel, an der ich damals Interesse hatte, als ich in der Schule war, und das war sie, Annette Louise. Die fand ich damals einfach süß. Annette Louise. Leute, es geht euch nichts an, wo ich bin, es geht euch nichts an, was ich mache und was mein Privatleben betrifft, schon zweimal nicht. Oh Gott. Oh nee. Oh wirklich. Oh nee. Oh. Darf ich ein bisschen reinspulen? Bitte. Nee. Okay, rumgezappel. Oh, alter Falter. Effekt. Wie lange geht das? Viel zu lang. Och. Ich habe gar keinen Frust. Ich brauche keinen Frust für Tanzen. Bei Tanzen geht man auf die Musik und auf den Rhythmus, auf den Beat. Und den Song kenne ich gar nicht. Aha. Oh, Gottes Willen. Das habe ich lange nicht mehr gemacht. Aber das habe ich jetzt nochmal gepackt. Ich muss es wieder üben. Ihr erinnert euch vielleicht an meine letzten drei Produktionen, wo ich euch erzählt habe, dass er diese Sitzschnaufzappeln gemacht hat. Das war gemeint. Gott, sieht das bescheuert aus. Ja, wie dieser kleine Knubbel versucht, den Körper mit letzter Kraft am Leben zu halten. Ja? Und mit diesem Fleischkonglomerat das noch einigermaßen mit Sauerstoff zu versorgen. Aber ich kann es noch. Unförmige Butter. Arschlange her. So schnell gebe ich nicht aus den Latschen. Oh, hört mal. Sah gut aus. Ja. Mit den alten Zeiten, der Wahnsinn. Sau lange her. Okay, das ist jetzt noch Quatsch, oder? Jetzt ist die Kamera. Wir machen demnächst mal einen richtigen Dance-Stream. Oh, da muss ich mal alles ein bisschen umstellen. Nein. Nochmal dann. Oh Gott. Weil das kann jeder machen, wie er möchte. Es geht nur darum, im Rhythmus zu sein. Woher kommt das? Der Industrial? Ich habe keine Ahnung. Industrial oder auch Gothic Dance. So, es ist aber jetzt schon 1.08 Uhr. Ich würde jetzt mal Danke sagen und mich verabschieden. Ja. Mach das. Achso, stimmt, Katalea hat ja noch gesagt. Der Tag ist wieder rumgegangen ohne Ende. Da kommen unsere Videos hinter. Hammer. Okay. Lass mal das mal laufen. Ne? Heute kommen wir relativ schnell durch. Wir sehen uns morgen. Denke ich. Habt ihr auf TT geschrieben? Ja, auf TT schreibt mir so gut wie jeder, aber ich antworte da nicht, weil ich einfach so viele Nachrichten pro Tag krieg. Tut mir leid. Geiler Stream, dankeschön. Wann? Morgen? 20 Uhr im Normalfall. Wenn nichts dazwischen kommt, heute kam mir was dazwischen, deswegen bin ich heute zu spät online. Ansonsten immer 20 Uhr. So.
Ich danke euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Und bitte bis zum nächsten Mal. Bleibt noch ein bisschen. Tut mir leid, ich kann nicht. Ich habe einen Termin morgen. Bin schon jetzt zu spät. Macht's gut. Euer Drache. Verpiss dich. Und schön, dass ihr da wart. So, Metal-Leute, servus und ein herzliches Willkommen beim Drachen. Ja, heute möchte ich mit euch über das Thema reden, was wir gestern im Live hatten. Geht's um die Kommune der Freiheit. Oh nein! Das Ganze ist ein Video, was eigentlich als Serie geplant gewesen wäre. Es kommen noch weitere Folgen in der Serie, wo ich auch nochmal auf das Thema eingehen werde. Aber das hier wird jetzt nichts für die Serie, sondern es wird wirklich für das Video. Damit das endlich mal geklärt ist. Einige Leute werfen mir ständig Sachen vor und haben ständig irgendwelche Beweise, wie sie mich irgendwie als Pedo oder sonstiges. Nee, komm, es reicht. Wirklich, da geht es auch nicht um irgendwas Pädophiles oder ähnlichen Scheißdreck, weil das wieder mal sein, das ist in mehreren Beiträgen als Wort mal mit drin. Drei Freiheitsfokussierungen. Es gibt auch so gar wortwörtlich den Satz, wenn man irgendwas Falsches mit Kindern macht, dann kriegt man von mir was. Den Talk hatten wir echt lange. Alles klar. Gut, ja, das war's dann. Oh, hey, sind gar nicht so schlecht, gar nicht so schlecht, gar nicht so schlecht. Gar nicht so schlecht, ich habe gar nicht so viel überzogen. Sehr schön, es gibt viel zu bespringen. Danke für das ganze Rumgezappel. Da konnte ich, ja, einigermaßen zeitnah das Video beenden. Sehr schön. Ja, ich danke euch fürs Zuschauen. Ich habe gerade überlegt, es gab jetzt dann noch eins vom 11.01. Ich überlege, ob ich das jetzt hier noch schnell hinterher schmeiße, während YouTube das hier verarbeitet. Ihr werdet es rausfinden. Ihr werdet es dann sehen. Ja, Medal of Honor.